So, hallo und willkommen zurück, liebe Leute. Ja, für euch dürfte der Part, der jetzt ist, vielleicht so zwei, vielleicht auch drei Tage her sein. Für mich ist die Aufnahme allerdings aus Gründen 2 Wochen her. Die letzte Folge, hätte vielleicht vor reingucken sollen, was ich als nächstes tun wollte. Vielleicht war ich es aber auch, wenn ich... Ich war hier. Das heißt, ich habe hier die Arena gemacht. Dann würde ich vielleicht Team Star komplett abfrühstücken. Ist das möglich? Hier sind 2. Da oben einer. Macht noch 3. Herrscher haben wir alle. Ja. Okay, das hier sind die Evoli Event Rates. Ach so, das ist der Leuchtturm, ja. Da gehen wir erst, wenn wir alles andere soweit haben. Wie viele Orden habe ich jetzt noch übrig? Eieiei. Ich habe dich noch zu tun. Dich und dich. 3 Orden und 3 Teamstar-Basen haben wir zu erledigen. Okay. Dann setzen wir uns auf unser liebes Miraidon. Koraidon, Entschuldigung. Ja, gerade war der Name Mirai noch im Gedächtnis, weil. Ja, gerade Folge Dr. Stone geguckt und ja, da kam der Name ein Weiß im Kopf. Ja, Hust. So, nein, eben, als war mein Sohn war krank, dann war ich davor noch krank, also ja, konnte nicht wirklich aufnehmen. Jetzt aber, so, was machen wir denn zuerst? Bei ihr müsste ich vorsichtig sein, weil ich da nicht mehr im Kopf habe, welches Level das die war. Gift und Kampf. Ja doch, dann frühstücken wir jetzt Team Star ab. Ja, also das kurze Stück will ich jetzt. Gammelt irgendwo ein Janera rum? Aber wo? In einem gewissen Umfeld sollen jetzt hier ein Janera sein. Egal. So, unser Team sieht folgendermaßen aus. Kann ich dir ein paar Level-Ups geben, um dich zu entwickeln? Kategorie. Ich habe auf jeden Fall Bonbons da. Geben wir mal 1, weil ich will ihn gerne. Sprache. Ja, ich würde ihn nicht gerne entwickeln. So, die nächste Entwicklung ist mit Level 54, also. Dauert noch eine Weile. So, und dann unseren Delfin muss ich schmerzhafterweise wahrscheinlich austauschen, weil ich kann ihn einfach nicht entwickeln. Die einzige Möglichkeit, die ich hätte, wäre wie auf meinem normalen Spielstand, wenn einer im Raid auftaucht. Ist aber sehr unwahrscheinlich. Deswegen gucken wir mal.
Ein paar Raids hatte ich ja so gemacht, aber... gegen ein Wasser-Pokémon austauschen. Wir haben gerade kein Kampf-Pokémon im Team. Vogel. Da unten. Ah. So, dich habe ich auch über einen Raid gehabt. Steinbogen. Ja, am liebsten wäre mir halt ein Wasser-Pokémon jetzt gerade. Drache haben wir. Ein Schlick da. Mit später zu Schlick Dreh. So. Dann mal eben ganz kurz überprüfen, was hätten wir. Wasser-Pokémon-artig dann noch zur Auswahl hier hübsches. In dieser Generation. Wir hätten den riesigen Wal, diesen Barracuda. Ein Eis-Pokémon haben wir, aber das sind so oder so die Paradox. Also die kommen, an die kommen wir erst viel, viel später. Na, verdammt. Der hat Psychotypen. Psychotyp haben wir schon. Ich will nach Möglichkeit vermeiden, dass sich irgendein Typen überschlägt. Sieht es bei dir mit den Stats aus? Ja. Ja, dann nehmen wir den Wal. Kurz noch unser nächstes Wassermitglied fangen. Ich schwimme hier Gott sei Dank alles so schön rum. Oh, da war ein Tropius. Du bist leider vom Typ Drache. Ja, mehr. Nein, du bist ein Garados. So, dann gucken wir mal. Oh. So. Der dürfte sich doch bald hier erwischen lassen. Du bist ein... Ich habe drei Team überfahren. Ich sollte nicht hier sein. Aber ich will's haben. Ich möchte den Wahrheitshalt im Team haben. Als Wasser-Pokémon.
Der ist zu hoch. Der ist zu hoch. Wir versuchen es trotzdem mal. Das wäre zu schön gewesen. So, wir können fliehen. Immer noch. Das ist gut. Jetzt kann ich das machen, was ich hätte schon vorhin tun sollen. Warum leckt das denn gerade so hart? Aua. Das war ja ein bisschen sehr kritisch. Nein, nicht boxen. Erstmal hier unseren Dino heilen. Und jetzt Pokédex. So. Achso, okay. Dum, 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 dum. Wo bist du? Da hinten. Nein, 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 nein. Du bist es immer noch nicht. Hallo. Ja, da. Hä? Achso. Keine Ahnung, was jetzt. Ja, du bist nur hier. Ja, dann kriege ich den nur auf dem Level. Okay. Planänderung. Wir nehmen doch Schlick da rein. Und geben mir ihm gleich einen richtig schönen Levelschub, dass wir ihn direkt aufnehmen können. So. Und dann gehen wir direkt zur Team Star. Wasserdüse ist doch besser als Wasserknarre, als Aquaknarre in dem Fall. Slam ist besser als Wickel. Aquarelle ist speziell. Kopfnuss ist besser als Slam, auch wenn es weniger Stärke hat. Schaufler ist besser als Lebensschelle. Auch wenn Lebensschelle die Genauigkeit senkt, aber dann ist mir doch Schaufler lieber. Und jetzt haben wir gleich einen Schlickdrin. So. Packen wir dich auch erstmal nach vorne. So. Ja, Levelunterschied passt. Oh, ein Altaria wäre auch bei uns in der Nähe. Wir können klettern, wir kommen auf jeden Fall hin.
So, Nein! Ja, da. Und da fliegen wir hin. So, das habe ich gar nicht gesehen, dass ich da schon war. Hätte ich aber dran denken können, wegen hier unserem Feuer-Pokémon, ne? Eieiei, ja, bin ich verpeilt. Hallo, es ist nur 2 Wochen nicht gespielt. Nur 2 Wochen. Ah. So. Wow. Wie schön zu sehen, ne? Direkt einsehbar das Ganze. Sind wir schon da. Ist doch wunderbar, oder? Ja. Wie ein Item übersehen, aber erstmal das Pokémon selber. Ans Pokémon Center. Nein. Ach, da versteckst du dich. Ja. Direkt los. Dieses Outfit. Scarlet. Ah, le mal. Dein mentales Anpassungsvermögen ist wirklich allererste Sahne. Scheiße. Lass uns die Gelegenheit nutzen, um unser Gespräch von neulich fortzusetzen. Wie erwähnt, habe ich mich in Operation Stardust eingeschlossen und der Sache mit Team Star und den Rätseln, die sie umgeben, nachzugehen. Vor allem sorgt es mich, dass die Mitglieder von Team Star nicht mehr in die Akademie kommen. Ich verfolge dasselbe Ziel wie Cassiopeia, die Auflösung des Teams. Seit ich Teil von Operation Stardust wurde, bin ich Team Star schon näher gekommen. Mir ist auch einiges klar geworden, nachdem ich mich mit einigen Mitgliedern unterhalten habe. Aber ich brauche noch mehr Informationen. Dafür möchte ich auch mit den Mitgliedern der übrigen Banden sprechen. Wenn du dich ins nächste Versteck stürzt, kannst du also voll auf mich zählen. Bis dann. Ah, ein Bärmon. Ich habe ein Gierspenst gehört. Vergiss es einfach und geh nach Hause, okay? Nein, ich will Meister Shoki treffen, den Boss der Giftmitglieder. Aber genau der hat mir gesagt, dass ich nur Mitglieder von Team Star durchlassen soll. Und ich sage dir, dass ich zu ihm gehen werde. Ich muss unbedingt mit Meister Shoki sprechen. Boah, jetzt lass mich endlich in Ruhe. Du nervst mich echt übelst. Hm? Och nee, nicht so ein Klapp. Als neues Mitglied bei Team Star bekommt man echt nur die Drecksarbeit ab. Ist das nicht diese Scarlet? Scarlet, das Mädel, das sich mit uns abgelegt hat? Ja, das bin ich. Ich wusste es. Es hat jetzt auch Bugge, das ist gar nicht gut. Wir haben die ganze noch Videospiele gezockt. Die anderen schlafen alle noch. Keine Sorge, ich werde mich um den Störenfried hier kümmern. Geh du die anderen aufwecken. Ja, warum würdest du das tun? Wenn das Versteck ohne jegliche Verteidigung da steht, steckt schließlich auch Meister Shoki in Schwierigkeiten. Ich schulde Meister Shoki mein Leben und verbinde das Band der Kameradschaft. In Krisenzeiten müssen wir alle Widrigkeiten trotzen, um einander unter die Arme zu greifen.
Ich habe keinen Schimmer, wovon du da sprichst, aber okay, danke für deine Hilfe. Du bist eine gemeine Schurke, die es auf meinen Kameraden abgesehen hat. Ich werde mich dir mit all meiner Kraft in den Weg stellen. Jo. Ja! So. Danach suche ich das Gespenst. Gifttüter hilft einem Schaufler. Seine Verteidigung dann eh unten passt. Ich weiß nicht, ob es wert war mit der Heilung. Ja, ist gut. Wasserdüse. Mit Toxin lässt sich leben, das ist so. Ja. Das Proxy, das ist dieses normale Gift-Pokémon, ne? Geist? Ich dachte, ich wüsste wissen. Wäre aber auch eine geile Kombi. Als Verlierer werde ich mich nun in Stillschweigen hüllen. Ja, hüll dich mal. Ist der Shogi, verzeiht mir. Skala, das ist alles in Ordnung. Ich habe schmierig gestanden, als plötzlich dieser Lärm hier losging. Ich wollte schauen, was hier vor sich geht, also bin ich direkt hergekommen. Ey, da kommt auch noch Verstärkung. Ist das ein Schüler der Akademie? Er sieht nicht wie ein Mitglied von Team Star aus. Wohl wahr, Team Star gehöre ich nicht an, aber Meister Shogi bin ich zutiefst verbunden. Ich muss ihn treffen, koste es was wolle. Er scheint seine Gründe zu haben. Ich werde mich kurz mit ihm unterhalten. Kümmere du dich bitte in der Zwischenzeit um das Versteck, Scarlet. Hey Brody, lass uns doch woanders kurz plaudern, hm? Keine Sorge, es geht um nichts Schlimmes. Alter, Kenntnisentführung hier, direkt am Start. Ring, ring, ring. Du hast die Wache, Alter, besiegt, Kompliment. Hier lauert die Ziehbande. Dabei handelt es sich um die Giftmitglieder von Team Star. Ihr Boss Shogi verfügt über eine bemerkenswerte Fingerfertigkeit und kreiert die Team-Outfits. Er ist ein bisschen exzentrisch. Sein unberechenbares Verhalten macht es nahezu unmöglich, seine Handlungen vorherzusagen. Da kann ich leider nicht abschätzen, wie er auf unsere Kampfansage reagieren wird.
Besiege einfach so viele Pokémon des Teams, wie du kannst, bis Shoki selbst auftaucht. Es ist Zeit, die Ziehbande der Ziehbande ein Ende zu setzen. Leute, die Klinge, sobald du bereit bist, das mit ihren Mitgliedern aufzunehmen. Wird zwar verschwendet, aber hey, was soll's, wir haben's. Kann sagen, jetzt auf einmal ist Ruhe. Das muss doch hier irgendwo sein, das Viech. Ah, wow. Sie sind einfach zu klein, die haben wenigstens... Ich habe letztens eins gehabt, das hat mir tatsächlich 10 Münzen gegeben. Letztens ist gut, ist auch schon wieder eine Weile her. Oh Gott, möchtest du Teams da herausfordern? Aber freilich. Natürlich. Aber sicher. Diese komischen Pfeifen von Operation Starbust sind jetzt auch bei uns aufgekreuzt. Das ist unsere Chance, die anderen Banden zu rächen. Gemeinsam werden wir hell erstrahlen. Herr gehört Eindringling, soll es dir gelingen, in 10 Minuten 30 unserer Pokémon zu besiegen, kümmert sich der Boss vielleicht höchstpersönlich um dich. Ich habe die falschen Pokémon im Team. Ja, das, genau das wollte ich jetzt ändern, Junge. Hier. Noch besser. Der war schon mal richtig. Du bist aber falsch. Du bist halt Gestein. So. Ja, Gestein. Nehme ich lieber dich so mit rein, oder? Dino? Dino oder Glepper? Dino. Der hat noch nicht viel zeigen dürfen. So. Miep. Alles von vorne. 10 Minuten 30 Pokémon Boss. Los geht's. So. So. Seid doch halt kleine Fische, ist halt so. Tut mir leid für euch. Also Krimanzo bekommt halt echt ne das leichteste vom Leichten jedes Mal. Wenn da dran ist. Boah, Leckfest. Alter, FPS. Gib mir FPS! Gib mir Frames! Oh.
Na? Und hier noch was? Ja. So, das tut zwar so ein bisschen mit dem Nachteil, aber. Und das war's auch schon. Ja, 1,5 Minuten. Das ist doch. Läuft doch. Wir sind ihm nicht gewachsen. Schnell hol den Boss! Shugi, Boss von Team Star, Mitgliedern. Schwarzer Balken. Verzeiht mir mein unangekündigtes Eintreffen. Doch nun ist es an der Zeit für mich, Shugi, ins Rampenlicht zu treten. Ihr müsst die berüchtigte Scarlet sein. Ihr habt Team Star Leid angetan. Unverschämte Schurkin, mein Gift soll euer Niedergang sein. Ich, Shugi, schreite zur Tat. Jo, komm mal runter, wortwörtlich. Wenn nicht, ja, dann müssen wir ihn halt runterholen. Ein Ninja, der absolut nichts von Tarnung verstanden hat mit dem Outfit. Shugi von Team Star fordert dich heraus. Mit einem fetten Stinktier, ne? Toll. Ist eigentlich eine sehr effektive Ninja, wenn man es mal so nimmt, ne? Wenn das Ding jemanden hier angestreut hat, da will keiner mehr. Au. Manche Attacken vergiften schon bei der kleinsten Berührung. Hütet euch vor ihnen. Danke für die Info. Und dann machen wir das Video. Ja, lassen wir ihn machen. Wir benutzen unsere Lichtkanone. Ja, Lichtkanone, wer kennt sie nicht? Zurückschrecken. Alter! Ja, Angriffskraft ist von den Pokémon halt echt nicht die höchste. Aber dafür ist es halt, kann es halt echt bulky sein, also. Und die Endentwicklung, die wird uns auch nicht enttäuschen. Aber hier nehmen wir jetzt Grimanzo. Einfach weil es die beste Typenkombination für dieses Pokémon hat. Stopp, nee, halt noch nicht ganz. Aber Magic Flare! Yay! Na, los. Haus weg. Oder machen wir wenigstens. Wenigstens Hälfte, ne? Weghauen ist immer am besten. Slimog. Kämpfen weiter. Wir haben noch unseren Psycho-Shock. Top Slimog, ja, aber mehr Special-Verteidigung.
Au. Ah, komm, nochmal. Weil es so schön war. Ja. Knattertox. Ich werde Wacker bis zum Ende standhalten. Darauf könnt ihr Gift nehmen. Ja. Und ich werde dich weiterhin abfackeln. Willst du noch eins? Jetzt noch an. Jo, aber so. Naja, du hast einen guten Job gemacht, Mann, so. Das mit der Vergiftung ist jetzt halt da. Ja. Guter Job. Ich möchte jetzt aber Grimman so wiederbeleben. Den lasse ich da nicht so einfach Riesen drehen, ist auch eine interessante Attacke. Wow. Eiszahn! Oh, er ist schneller. Schneller als Vegeta. Das dürfte eine Normalattacke sein. Also ich habe jetzt gerade irgendwie was verpasst. Oder eine Stahlattacke, so auf jeden Fall. Ein Supertank hätte auch gereicht, oder? Nein, locker. Genau 60, ja. Okay, Nitro-Ladung, ist klar, dass du das hast. Das weiß ich, das haben sie alle. Das ist wie Reifendreher und dann halt. Drop hätten wir gerne eins früher brauchen können. Hätte es vielleicht sogar schon gereicht gehabt. Macht nix. Macht nix. Wir haben noch eins. Wir haben noch mehr als eins. So offen sind von der Kälte. Ja. Das hat sich gerade angehört, als ob es so gepupst hätte. Meine Gefährten, vergebt mir. Backstory time. Vergebt mir die Verzögerung. Ich stieß auf nicht unbeträchtliche Hindernisse bei der Beschaffung der Stoffe. Gefahren, diese Stiefel sind sowas von abgefahren. Inspiration für diese verlieh mir die Attacke Nitro-Ladung. Sie soll mal versuchen, mit den Stiefeln zu rennen, dann. Mal gucken, ob es denselben Effekt hat wie Nitro-Ladung. Wohl eher nicht. Meine Uniform sieht einfach genauso aus, wie ich es mir vorgestellt hatte. Tausend Dank. Es erfüllt mich mit Freude, dass mein Entwurf das Konzept Popstar der Unterwelt wie gewünscht widerspiegelt, werte Ryoba. Damit wären alle Modifikationen an unseren Uniformen abgeschlossen. Danke, Shoki.
Jetzt, wo ihr zwei so bedrohlich aussieht, wird uns so schnell sicher keiner mehr dumm anmachen. Du hast echt ein Händchen für sowas. Unglaublich, dass diese Idioten damals auf dir rumgehakt haben, nur weil du nerdy bist. Der Weg des Nerds ist dornig und voller Widerstand. Er entzieht sich dem Verständnis gewöhnlicher Menschen. Schau an, Shugi, welch ein Temperament. Das Thema geht dir ja echt zu Herzen. Richtig, richtig so. Shugi, lass dich nicht unterkriegen. Ich finde dich total cool. Okay, als nächstes steht Kampftraining auf dem Plan, damit wir auch richtig auf Operation Star vorbereitet sind. Als Bosse können wir es uns nicht erlauben, schwächer als andere Teammitglieder zu sein. So ist es. Ich widme mich fortan mit Leib und Seele der Schulung meiner Kampffertigkeiten. Auch wenn ich mich mit Leib und Seele dagegen auflehnen will. Gesetz ist Gesetz. Wir müssen unserem Kodex Folge leisten. Damit bleibt mir nichts anderes übrig, als dies hier an euch abzutreten. Yay. Yeah. Des Weiteren sollt ihr dieses Gerät besitzen. Es enthält die Anweisungen für eine Attacke, mit der man seine Feinde mit Müll bedeckt. Wow. Ja, da hätte es jetzt halt schon gepasst, auch wenn er uns Toxin zum Beispiel gegeben hätte, statt Mülltreffer. Weil so viel hat er ja nicht mit Müll gemacht, sondern wirklich mit Gift. Euer Name lautet Scarlet, nicht wahr? Ich habe eine klare Niederlage erlitten, weil der Groll und Bitterkeit fehl am Platz wären. Meister Shugi! Mein Kamerad? Er bestand darauf, dich zu treffen und persönlich mit dir zu sprechen. Meister Shugi, bitte hört mir zu. Ich brauche nur einen Moment eurer kostbaren Zeit. Weshalb habt ihr mich aufgesucht? Ich wollte euch zur Hilfe eilen. Meister Shugi, wenn ihr weiter in dem Unterricht fernbleibt, werdet ihr der Akademie verwiesen, nicht wahr? Diejenigen von uns, die einst gemobbt wurden, können inzwischen wieder zur Akademie gehen. Das haben wir nur Team Star zu verdanken. Eure harte Arbeit an jener Operation hat das ermöglicht. Es wäre nicht fair, wenn genau die, denen wir so viel zu verdanken haben, der Akademie verwiesen würden. Vergebt mir. Hat euer Big Boss euch immer noch nicht kontaktiert? So ist es seit jedem Tag. Ohne unseren hochgeachteten Big Boss gäbe es das Team nicht. Und ohne das Team wäre jener glückliche Alltag, der nun an der Akademie herrscht, undenkbar. Bis zur Rückkehr unseres noblen Big Bosses bleibt uns keine andere Wahl, als all unsere Kräfte aufzubieten, um die Verstecke zu verteidigen. Wer ist dieser Big Boss, dem ihr so vertraut? Um ehrlich zu sein, war es bisher niemandem von uns vergönnt, Big Boss persönlich zu treffen. Big Boss beschreibt sich selbst als Außenseiter, der selten einen Fuß vor die Tür setzt. Auslöser dafür sollen wie bei uns die Schikanen niederträchtiger Tyrannen gewesen sein. Tut mir leid. Doch obgleich uns sein wahrer Name und sein wahres Antlitz unbekannt sind, ist Big Boss dennoch unser hochgeschätzter Kamerad. Uns bleibt also nur das Warten auf seine hoffentlich baldige Rückkehr. Weshalb geht ihr also nicht zur Akademie, Meister Shugi? Aber bitte vergesst nie, dass ihr auch außerhalb von Team Star auf einen Verbündeten zählen könnt. Und zwar auf mich. Mein Kamerad, ich stehe in eurer Schuld. Mobbing, Unterrichtsverweigerung, Wir sind der Wahrheit einen Schritt näher gekommen. Aber vor allem die Probleme, mit denen die Schüler zu kämpfen haben. Die Gründe für ihr Handeln sowie ihre tiefen Freundschaften, die ihnen so wichtig sind. Ich schäme mich, dass ich von all dem nichts wusste. So lange hatte ich geglaubt, dass einzig und allein Team Star mein wahrer Schatz sei. Da bin ich wohl einem Irrtum unterlegen. Ja. So, dann kriegen wir jetzt noch unsere Belohnung und danach war es das auch schon für diesen Part leider. Heute kann ich nicht so lange aufnehmen. Mal schauen, wie es die Tage aussieht. Ring, ring. Scarlet! Shugi hat dir seinen Teamorden übergeben und damit seinen Boss-Status abgelegt, oder? Ich verstehe.
Der Verlust ihres Bosses bedeutet für die Zi-Bande den Untergang. Shugi. Ach, entschuldige, mir schwirrt gerade etwas der Kopf. Damit bleiben noch zwei Verstecke. Operation Stardust geht gut voran. Nun will ich dir mal das eigentliche Ziel dieser Operation verraten. Letztendlich sollst du den Big Boss besiegen, den Drahtzieher. Also der zusammen mit den fünf Bossen Team Star gegründet hat. Und wer ist Big Boss? Big Boss steht noch über den fünf Bossen der Banden. Aber niemand weiß, wer sich hinter dem Namen verbirgt. Wenn wir diese Person besiegen und dazu bringen, die Auflösung von Team Star zu verkünden, ist das Team erledigt. Der Big Boss scheint nicht gerne im Rampenlicht zu stehen, hat deshalb auch kein eigenes Versteck und hält seine Identität geheim. Doch wenn alle anderen Bosse zurückgetreten sind, wird sich Big Boss sicher zu erkennen geben. Ich schulde dir noch eine Belohnung, lass mich schnell einige LP auf dein Handy übertragen. 7000 LP erhalten, TMs freigeschalten. Bring deinen Pokémon mächtige Attacken bei, damit sie uns auch weiterhin helfen können. Deine zusätzliche Belohnung bringt dir wie immer der Versorgungsdrop. So. Hi Scarlett, es klang gerade nach einem ziemlich ernsten Telefongespräch. Ja. Ah, mit dir habe ich doch gar nicht geredet. Erinnert irgendwie an die Beziehung zwischen James und seinen Pokémon. Wobei die ihn ja ständig versuchen zu fressen, zu umklammern mit Dornen und allem möglichen. Von diesem Drahtzieher hat mir Cassiopeia auch schon erzählt. Team Stars Gründer ist die Wurzel allen Übels. Wenn Big Boss nicht besiegt wird, werde ich meinen Schatz verlieren. Was meinst du damit? Nein, also die Belohnung hier, bevor ich es vergesse. Mhm. Du hast viele Pokémon-Materialien erhalten. Gut, also ich gehe dann mal wieder. Scarlett, du darfst nicht verlieren. Ja, also, es ist mehr als offensichtlich, dass Cassiopeia der Boss ist, also der Big Boss. Und wer sich jetzt hinter Cassiopeia genau verbirgt, ist eigentlich auch total offensichtlich, aber darauf werde ich jetzt an diesem Punkt nicht eingehen, tatsächlicherweise. Einfach weil vielleicht wissen es einige halt doch noch nicht und die würde ich dann damit gnadenlos spoilern und das muss nicht. Ja. Da. Gehen wir zuerst hier hin. Da gehen wir jetzt noch hin. Und danach, will ich ausmachen für heute mit der Aufnahme, weil muss dann los. Die Kinder müssen abgeholt werden. Ich habe auch noch anderes zu erledigen heute. Eine TM und ein Superball. Ein so heimsen ist nie verkehrt. Einmal klettern. Ja, also auch als Tipp von mir, wenn ihr das macht, geht immer zuerst die Herrscher an. Ist ja gar nicht gefährlich hier. Aber bist eh ein Geist-Pokémon, ne? Dich interessiert das nicht. Ja. So. Da hinten ist das Pokémon-Center, dann haben wir das auch schon mal erreicht. Stelle sich aber ein bisschen sehr auffällig aus. Will ich mir mal gleich. Hallo?
kurz angucken. Ah, okay. Ja. Hab's gecheckt, so. Ich verliere gerade hier voll den Überblick. Hallo, Kamera, danke. So. Dann haben wir für heute alles erledigt. Und damit bedanke ich mich bei euch wie immer fürs Reinschauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.